So, herzlich willkommen zurück zu Conan Exile zusammen mit Last Life, aka Roland, und mit Hallo. Apfel, die in dieser tollen Festung, wir haben ja gesagt, wir bauen eine Festung, es hat tatsächlich die vollen 2 Wochen gedauert, aber jetzt ist sie nahezu fertig. Da kommen noch ein paar Türmchen und so hinzu, aber ich denke, man sieht schon, wohin die Reise gehen soll. Die gesamte Insel haben wir umzäunt. Es ist ein riesiges Projekt gewesen. Wir haben tonnenweise Stein und alles verbaut. Und jetzt wollen wir euch dann mal zeigen, was wir da drinnen alles haben. Deswegen reite ich jetzt über die Brücke. Öffnet das Tor! Hallo? Ah. Irgendwie sind uns... Komm, da kommen Eindringlinge. Angriff! Angriff! Nicht mein... Eindringlinge! Mein armes Pferd. Eindringlinge, greift sie an! Nee, also willkommen in unserem neuen, bescheidenen Heim. Ich stell mein Pferd mal kurz ab. Wir haben und... Es reicht. Aua! Also wir haben es uns sehr gemütlich gemacht. Wir haben hier erstmal eine kleine Roomtour. Ich fange mal hier bei den Türmen an. Also wir haben eine durchgehende Mauer um die gesamte Insel drumherum. Die kann man komplett entlang gehen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil es ewig dauert und außer einem schönen Anblick, einem schönen Ausblick gibt es einem nichts. Dann haben wir auf jeden Fall hier unser kleines Lager für Werkbank und Werkbank des Zimmermanns. Hier ist auch noch Platz für mehr, falls wir noch mehr dazu bekommen. Unter diesem Zelt haben wir die Gerberei und Trockengestelle. Dann haben wir eine extra Ofenecke. Wir hatten zwischenzeitlich sogar 6 Öfen. Wer reitet da schon wieder Leute um? Das ist der Träger. Warum reitest du immer unsere Leute um? Und warum immer du? Weil ich mein Pferd levele, also indem du unseren Träger umreitest. Ja, ich habe die Kurve nicht ganz erwischt. Okay. Und das steht an einer sehr schlechten Stelle, muss ich sagen. Das, okay. What Verdammt. The fuck? Hier ist dann unsere Waffenecke. Ich habe jetzt eine extra Werkbank nur für meine Pfeile. Das ist das Beste. Üb weiter. Versuch erstmal da rauszukommen. Ich schaff das auch noch. Ich krieg das hin. 2 Werkbänke des Rüstungsmachers und ohne Ende Materialien. 2 Schmiede, die wir hier so schön zusammengefügt haben. 3-facher leibeigener Topf, weil wir mittlerweile so viel Essen haben, dass uns das langsam ausgeht. Hier oben ist dann unser Lager mit aus irgendeinem Grund 2 Tänzern. Die Pferde, Elefanten und was wir nicht alles haben, wir haben mittlerweile auch Nashörner. Die bekommen noch ihre eigene Koppel, keine Sorge, die stehen hier erstmal nur noch temporär. Und wenn man dann diesen schönen kleinen Berg hochgeht und den Leuten ausweicht, die versuchen einen umzureiten, dann kommt man auf unsere großartige Tempelanlage mit einer Yoggrube, dem Ymir-Altar. In dem kann man schwarzes Eis herstellen, aber davon haben wir aktuell noch nicht so viel. Also beziehungsweise wir haben noch nicht mal damit angefangen. Ach, hier sind die Warum hast du die Nashörner neben deinen Altar gestellt? Hab ich doch gesagt. Und da habe ich nicht zugehört. So, und beim Altar sind wir auch direkt richtig, denn ich habe schon was vorbereitet und alles hier drin, hoffentlich, um genau meinen Altar vom Freudenhaus von Der Keto zum Freudendom von Der Keto abzugraden. Das dauert lange, wie mir scheint. Das starten wir vielleicht. Am Ende der Folge werden wir dann vorbeigucken, dann sollte er fertig sein, hoffentlich. Muss ich mich erstmal irgendwo hinstellen, wo mir niemand auf die Nerven gehen kann? So. Okay, also der Plan. Beziehungsweise, warte, man kann mich hier theoretisch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mein Gott. Also der Plan für diese Folge: Wir wollen uns die schwarze Galeone vorknöpfen und mal gucken, was wir da so erschlagen können und was da so abgeht. Und Roland und Apfel haben irgendwo hier, glaube ich,
noch einen. irgendwo hier noch einen. Wie hieß der andere Ort, den ihr meint? Ort der Beschwörungen. Ort der Beschwörungen. Das wohl auch eins von diesen Hauptlagern ist. Und ja, toll. Jetzt lasst mich 2-1. Lasst mich wenigstens mal die Karte in Ruhe angucken. Mein Gott. Nichts darf man hier machen. Okay. So. Okay, ich bin fertig. Nein, ich gehe jetzt aufs Dach. Dahin, wo mir niemand mehr auf die Nerven gehen kann, sobald ich es geschafft habe, hier hochzuklettern. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, das Ding ist nicht gerade gut zum Beklettern. So, aber... Übrigens, dieser Nordheim-Verbannte Stufe 1, den habe ich gerade umgeritten, der kassiert sein halbes Leben dafür. Also zweimal ja, umreiten und die Stufe 1er sind tot. Ja, dann reite sie nicht um. Ja, ich finde, so können wir sie aussortieren. Oh Gott. Also, eine Form der Selektion. Also, wir wollen zur Schwarzen Galeone und dann zu dem Dafari-Lager. Ich glaube, das ist hier in dieser Grube. Da müssen die anderen dann sagen, wo genau es ist. Da werdet ihr mich dann hoffentlich hinführen. Verdammt. Lass das Tor gleich. Oh. So, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt die Wüstenrüstung angezogen. Ist nicht speziell für Bogenschützen, aber das ist okay. Aber bevor wir losgehen, habe ich noch eine Sache vergessen in meinem Inventar. Habe ich nämlich den erweckten Stab des Triumvirats, den man ja platzieren kann. Und ich wollte mal einfach mal rausfinden, was passiert, wenn man den platziert. Beziehungsweise ob etwas passiert. Und deswegen drehe ich den jetzt richtig rum und stelle den hier oben hin. Ich kann mit dem Stab reden. Yes, yes! I live again! Oh, may the earth tremble at my coming! And all of that. Oh, hello! Ah, well, I have you to thank for awakening me, yes? Oh, you've done a very great thing. My former masters were... upset with my advice. I was thrown into that sewer in a fit of pique. Apparently, my endless wisdom was only at a premium when they were winning the war. Okay. Ich kann der Stab ist. Pardon me. I've been trapped in a vat of slug feces for a few thousand years. Makes the throat. As if I have a throat. Now, onto the terms of our agreement. Now, I promise to serve you, providing wisdom and knowledge until the day I'm returned to the one who summoned me. And in return, you promise not to throw me into any sewers. Sound good? Excellent. Now, let's find out exactly where and when we are. I can see you're wearing a slave bracelet, which means we can't be that far from the capital, or you'd be a pile of exploded guts. So logically, we must find the map room. Now, we need to get the lay of the land. Der Stab sagt, ich soll den Kartenraum finden. Oh, look at this place. I haven't seen such a mess since the fall of Volusia. And look, the archivist. Oh, sorry looking shader he is. He can probably tell us something about the current situation. Besides, these are the biggest thieves with my old master. Together, they created that bracelet you're wearing. We might be able to tell you how to get rid of it. Just don't believe anything he says about me. Ich rede gerade noch mit dem und der hat einiges zu erzählen über unser Armband und so. Oh, look at this place. I haven't seen such a mess since the fall of Volusia. And look, the Archivist! Oh, sorry-looking shader he is. he could probably tell us something about the current situation. Besides, he used to be thick thieves with my old master. Together, they created that bracelet you're wearing. He might be able to tell you how to get rid of it. Just don't believe anything he says about me. Okay, der Stab sagt, wir sollen einen Archivar finden. Der kann uns etwas über das Armband, das wir tragen, sagen und eventuell auch, wie man es entfernt. Und ist wohl der alte Meister von ihm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Archivar wohl in der Stadt.
Beziehungsweise. Macht ja Sinn, er hat ihn in den Kanal geworfen. Beziehungsweise er hat gesagt, oh look, also oh sie, der alte Archivar, aber den haben wir ja nicht dabei. Also so 100% verstanden habe ich es noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also ein Grund mehr, in die Stadt zu gehen. Ich glaube, da müssen wir hin. Aber wir werden es herausfinden. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf dem Weg, unser eigentliches Ziel, die schwarze Galeone auseinanderzunehmen. Denn bevor wir in die Stadt gehen können, müssen wir uns natürlich erst einmal darum kümmern, besser ausgerüstet zu sein, mehr Sklaven zu haben und so weiter. Übrigens, wundert euch nicht darüber, dass wir aktuell für das Töten von Gegnern keine Erfahrung bekommen. Aufgrund dessen, dass wir nicht vorleveln wollen und damit es halt am Ende zu einfach wird, haben wir aktuell das Bekommen von Erfahrung ausgestellt. Hätten wir das nicht gemacht, wären wir alleine durch das Bauen dieser Basis auf Level 60, was nach meinen Erkenntnissen das Maximallevel ist, gekommen. Und deswegen, ja, ist Leveln aktuell aus. Sobald wir in die Stadt gehen, werde ich das Leveln dann allerdings wieder anmachen. Und dann gehen wir auch auf 60 hoch und ab dann ist es ja eh egal. Also Jungs, wollen wir. Wir haben hier übrigens den Fledermaus-Trophäenkopf. Das ist wichtig, den musst du zeigen. Den muss ich zeigen? Okay. Ja. Ach, 2-2. Naja, du hast mich nicht wirklich umgeritten, ne? Ja, das geht ja nicht, wenn du auf dem Pferd reitest, aber du hast Schaden kassiert. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde den Elchkönig-Kopf deutlich cooler als den Fledermaus-König-Kopf. Okay. Fledermaus hat halt auch so einen kleinen Kopf. Lass er das Tor herunter. Ja. So viel dazu, dass wir majestätisch losreiten. Erstmal gegen die Wand und dann so halb rausglitschen. Es war eine Rampe, es war nicht geglitscht. Aber die Rampe genommen, um noch weiter springen zu können. So, ich esse und trinke mich einmal ganz kurz voll. So, also wir wollen zur Galeone. Wäre es dann nicht eigentlich am besten, wenn wir sogar auf der Rückseite von unserer Basis die Mauer runden, die in die Wand runterklettern, anstatt den Weg zu reiten? Kannst du gerne machen, ich reite lieber den Weg. Okay, ja, dann komme ich mit. Wartet mal kurz auf mich. So, also, da hinten ist die Galeone und Rolando sagt, wir müssen vorher noch irgendwo hin. Achso, ja, es gibt eine Piratenkönigin oder was auch immer. Die ist aber auf der anderen Seite von der Galeone. Wir müssen da einmal außen rum. Okay. Und die sagte irgendwas dazu. Das heißt, wir müssen vorher noch bei der vorbei. Dann führe er uns. Können die Leute hier ja... Ich hoffe, wir kommen da... ignorieren. Die können uns ja alle nichts tun, während wir auf den Pferden sind. Wir sind viel zu schnell für die. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, oh, oh. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn da einer runtergeritten wäre. Das war knapp. Okay, hier sagst du, ist jemand, der mit uns reden möchte. Ja. Okay. Wacht der Paria. Hier ist aber niemand. Ah doch, in dem Lagerfeuer. Doch. Jamila, die Piratenkönigin. Watch your shadow, Cully. Ach doch. You've not the saltwater stagger of the regular fools who come seeking the blade of the butcher of Quarzine. So we'll talk, if you keep your distance. Komm mir aber nicht zu nah. Alle stehen direkt neben mir. Emote habe ich aber schon das Emote kenne ich aber scheinbar schon. Reden. Come to gawk at the captain who lost her ship and her crew. Twice the captain and twice the exile now, thanks to those mutinous dogs. I put the salt back in their blood and this is how they repay me? Treacherous bastards. The Black Hand only exists because of me. Warum schlägst du sie? Dem Knüppel. Ich wollte sie K.O. hauen. Funktioniert nicht. Ja, wer hätte es funktioniert, dann hätte ich jetzt die Dialoge nicht zu Ende hören können.
Aber wir hätten sie mitnehmen können, hätte sie beliebig aufteilen können. I had to learn everything new. How to eat, how to fight, how to survive. Make no mistake, Exile, this place is a crucible. We are being shaped and molded to some malevolent plan. From the Vilayet, I always knew our heading. There is always another Turanian sail to burn, another fortune to be won. But here, I needed a new course. There were rogues aplenty. Baroccans, Zingaran freebooters, and members of the Red Brotherhood. Exiles all. I gathered them together, and I offered them a promise. If we could work together, I would find us a way back to the ocean. And that was how the Black Hand began. Sie ist die Gründerin der Schwarzen Hand auf jeden Fall. Und ihre eigenen Leute haben sie rausgeschmissen. Oh, dumm gelaufen. Wollen wir? Look, I don't really do treasure maps, as a rule. But there is something in the ruins of that city. A room, but the floor looks like a map. And embedded in that floor are gems. My bracelet was glowing like witchfire, and all the gems in the floor were lit up to match it. I don't hold the sorcery, so I got my crew out of there. After we tried to pry up a few of the gems, naturally. Okay, jetzt kommt der interessante Part. Also da ihr nicht mehr mit ihr redet, fasse ich das mal kurz zusammen. Sie hat war wohl in der Stadt mit ihrer Crew und sie hat da einen Raum gefunden, dessen Boden wie eine Schatzkarte aussah und mit Juwelen besetzt war. Und dann hat sie das Armband irgendwie davor gehalten und dann haben die Juwelen angefangen zu leuchten und das Armband auch. Okay, mehr sagt sie aber auch nicht. Das war dann alles. Also das war der letzte Hinweis von ihr. Wird sich wohl auf den Kartenraum beziehen, denke ich. Ja, mal. Ja, das ist eventuell der Kartenraum, den wir suchen sollen, was der Stab auch gesagt hat. Also sie hat... Das heißt, wir reiten jetzt hier runter und gehen dann ins Schiff? Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir stellen die Pferde dann vorher irgendwo ab, damit sie uns nicht im Weg stehen. Wo es schön sicher ist. So, im Bestfall lasst ihr mich dann die Kämpfe mit einem Giftwolkenpfeil eröffnen. Und danach switche ich auf die normalen Pfeile. Dann laufen die Gegner durch dieses Gift durch und ihr habt nicht die Gefahr durchzulaufen. Außerdem ist hier jemand... Waren hier nicht eben noch Gegner? Ach, da. Ich hab keine gesehen. Ah, da. Oh, Alter. Gerber Stufe 1, Rüstungsmacher und Gerber Stufe 1. Wir sind nicht hier, um Sklaven zu nehmen. Du. Keine Gefangenen. So. Okay. Ich finde, die Giftwolke macht ganz gut Schaden. So, wir müssen jetzt da hoch. Moment. Wir lernen, dass da ziemlich viele Bogenschützen sind. Alles klar. Das ist furchtbar interessant. Aua. Und dass ich gerade in mein eigenes Gift gerannt bin. Die Eisen. Hey, hier ist überall Gift. Geht gar nicht. Ja, dann... Lauf nicht rein. Oh, Entschuldigung. Okay, ich muss aber leider auch kurz durch. Okay, alles klar. Da hinten ist eine Exekution. Fantastisch. Was meinst du mit einer Exekution? Ja, da stehen Leute und da wird, glaube ich, gerade einer über die Planke gejagt. Holy shit! Ah, witzig. Wo kommen die alle her plötzlich? Ich bugge mich in die zurück. Das ist gerade schlecht, weil ich richtig viel Schaden dadurch fresse. Aua, 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 aua.
Okay. Kannst du mir den kurz abnehmen? Danke. Ja. Oh Gott. Und ich habe auch noch Durst ohne Ende. Giftpfeile sind jetzt gerade. Ich bin gleich tot. Ich weiß nicht wodurch. Ach, ich blute noch. Ich war noch. Alter, ich bin super low. Da kommt noch einer auf uns zu. Kannst du den nehmen? Ich habe null Leben. Wir haben unsere Bettrollen notfalls in der Nähe. Ja, also, ich habe aber trotzdem nicht vor zu sterben. Ich möchte gerne leben. Ich auch so. Also ich habe versucht, noch möglichst viele mit dem Giftpfeil zu erwischen, aber ich hatte einen 4er Blutungsdot auf mir. Was hast du da überhaupt für ein Ding in der Hand? Das ist mein virtuelles Item. Okay. Wollen mir die ganzen Essenzen aus den Gegnern raus. Mach das mal. Aua, 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 das tat weder Leben noch Leute, ne? Ja. War hier, aber hier war nicht irgendwie ein Boss oder so bei, ne? Ich nehme mal an, dass der oben an dem Steuer da hinten das sein soll. Komm mal hier hin. Ja, okay. Na, die beiden sind's nicht. Wo siehst du das mit der Planke? Ey, da sehe ich die Planke. Wollen wir da hin? Ich würde sagen, wir clearen erstmal uns so einen groben Bereich hier frei, oder nicht? Ja. Sag mal, ich habe Heilpfeile. Warum benutze ich die nicht? Weiß ich nicht. Weil du uns opfern möchtest. Ja, ich hätte mich damit retten können. Aber auch uns. Ah ja, da ist der eine Typ, der sterben soll. Hier ist ein Geist und ein Tagebuch. Ja, lasst mal ein bisschen zusammenbleiben. Okay. So. Lass uns den retten, der geopfert wird. Ich habe extra keinen Giftpfeil geschossen. Alles klar, Hauptmann Ishu, Iyoshu, Iyo. Da kommen noch mehr. Der ist fast tot hinter mir. Ah, da ist der Hauptmann. Warum kann ich gerade keine Pfeile schießen? Den möchte ich gerne. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Jetzt ist er tot. Oh, ich habe ihn nicht mal gesehen. Hier liegt er aber. Ah. Aua. Sorry. Frechheit hier. Sorry. Kannst du mir einen Heilfall geben? Hier. Stell dich mit mir rein. Der Bluten dort verhindert sogar die Heilung davon, ey. Fantastisch. Ich kann dir noch einen in dich reinschießen. Ne, passt schon, ich heile mich gerade. Der ist tot. Nein, das ist die, die wir retten wollten. Der, den wir... Ein Koch. Der hat schlechtes Essen gekocht. Den haben sie nicht ohne Grund umgebracht. Och. Hallo, was machst du? Och. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, ihn zu retten. Und dann tötest du ihn. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass es ein einser Koch ist. Ja. Hat schon seinen Grund, warum sie ihn umbringen wollten. Ja, bringst du jeden um, der dir nicht nützlich ist. Also im Prinzip doch, da muss ich eigentlich ihm recht geben, schon. Doch, das machen wir. Sorry. Kein Problem. Bin ich gewohnt von dir. Wenn ich in Rage bin. Nee, mal gemein, dass du Team-Damage machst, das ist ja schon allein dein Reizstil. So, warte mal, bevor wir weiter runtergehen. Nee, weil hier noch ein Tagebuch liegt. Dirnen-Tagebuch 6, davon haben wir schon einige gefunden. Wie erfrischend, etwas zu essen und die Gesellschaft von Männern und Frauen, die mir gefallen. Ich wurde mit offenen Armen und Roben willkommen geheißen, okay. Die Männer buhlen um meine Gunst und viele haben mich zu ihrem Eigentum erklärt. Meine Fähigkeiten kommen mir hier wirklich zugute. Ein kurzes Zwinkern hier, ein lockender Finger da und dazu im richtigen Moment ein geheimnisvolles Lächeln. Sie stehen am Eingang meines kleinen Zelts praktisch Schlange. Beschützt mich, flüsterte ich, während sie mein Gemach betreten. Und schon schwören sie ewiges Geleit. Behütet mich, flehe ich, wenn sie Hirschfälle über uns legen. Und sie versprechen, dass es mir nie an etwas fehlen wird. Daran könnte ich mich gewöhnen. Aber ihre Anführerin beobachtet mich. Sie ist eigentümlich und wird von ihren Männern respektiert, geht aber nie mit einem davon ins Bett. Immer behält sie die Ruinen im Südwesten im Blick. Welche Schrecken verbergen sich dort wohl?
Und könntet ihr keine Leute angreifen, während ich am Lesen bin? Diese Leute sind zu uns gekommen. Mhm. Haben wir nicht mal angegriffen. Da unten steht ein Typ mit lila Helm. Oh. Ganz tief unten? Ja. Jetzt kommt er. Oh ja, ganz tief. Ja. Geil. Was? Warte. Set hohe Priester. Oh. Oh. Tja. Könnten wir erst da rein, weil da, da ist eine Kiste. Ich will zur Kiste. Okay, gehen wir zur Kiste. Was liegt hier? Drücke E, um zu interagieren. Oh. Hm? Liegt das bei dir immer noch da? Okay. Das war eine super interessante Geschichte. Ich habe nicht so ganz verstanden, was er uns sagen wollte, aber... Das war eine Piraten... Er wollte uns eine Piratenstory. Die werde ich rausschneiden, weil sie völlig uninteressant ist, aber leider die ganze Zeit einen zulabert. Aber da ging es doch primär um deinen Fledermausturm, oder nicht? Ja, ist hier noch jemand? Weiß ich nicht. Aua. Als ob es hier gar keine Rezepte gibt. Hm. Was haben wir noch? Eisenkopfpfeile. Und starke Haut. Gibst du da gerade runtergegangen? Ach, guck ja, mal. Ja, hier ist nichts. Da wäre man. Hier hätte. Das wäre ein Geheimeingang in das Ding gewesen, ne? Hm. Oder ein geheimer Ausgang. Okay, das. Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, hier waren schon ordentlich viele Leute. Das war gerade. Also die eine Stelle da ganz am Anfang, das war wirklich ultra knapp. Ich hätte ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erwartet. Warte, hier liegt noch ein. Wir können auch gerne alle drei Lager machen heute. Ich hab noch ein Buch gefunden. Oh, ein Buch. Ja, eh zum Rezepte? Interagieren. Nee, Notiz. Verflucht seien seine Augen. Ich konnte mit seiner Truhe entkommen, wobei es ein Albtraum war, sie hier raufzuschleppen. Die nächsten Arbeiten, die ich verrichten musste, ohne ein Geräusch zu machen. Vielleicht kann ich sie gewaltsam öffnen. Ich weiß, das Grog-Rezept muss da drin sein. Was in allen sieben Höllen? Mein Schlüssel passt nicht. Wer konnte denn ahnen, dass dieser Bastard einen falschen Schlüssel in seinem Quartier aufbewahrt? Jetzt bin ich der Angeschmierte. Ich kann jetzt nicht nach unten klettern, sonst lande ich in einem der hängenden Käfige. Verdammt, ich bleibe hier, bis ich verrotte, wenn das heißt, dass Wald seine verfluchten Rezepte nicht zurückbekommt. Und hier ist eine Truhe. Du musst brauen lernen, um dieses Objekt zu verwenden. Oh, ich kann brauen. Du kannst brauen? Dann komm mal her. Ja. Wo bist du denn? Ja, das ist schwer zu sagen. Da, wo es runterging, wo wir runtergefallen sind. Ich back hier fest. Schmuggler, irgendwas. Du musst dich ducken, ja. Rezept. Ah, Brauspezialist 3, ja. Da drin, in der Kiste. Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch noch eine Kiste. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin dafür, dass wir den Geheimausgang zurücknehmen, weil über uns alles wieder lebt. So, erstmal. Ja, dann müssen wir wieder runter zum Fluss, ne? Könnt ihr mir sagen, wo wir überhaupt hin müssen? Du hast genau vorne richtig beschrieben. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich war noch nie da. Ja, da führen wir dich ja jetzt hin. Ja, aber das ist grob. Auf der Linie zwischen G und H5. G und H5. Das Ding. Ja, dann ist es gut, weil ich genau was ab Falsches gezeigt habe davor. Okay. Was sagt ihr, wie wir da hinkommen? Vielleicht finden wir hier auf der Richtung noch die Hyänenrüstung. Die ist auch hier irgendwo. Wäre es nicht am schnellsten, wenn wir sogar da hochklettern? So skillen wir wenigstens noch reiten. Da gibt's coole Rezepte. Coole Rezepte. Die willst du haben. Ich muss erstmal ganz kurz von meinem Pferd absteigen, das Inventar öffnen und mir meine Sandsturmmaske rausnehmen. Ich glaube, die werde Sandsturm? Ich glaube, die werde ich gleich brauchen. Sehe keinen. Also wo muss ich. Ach, da ist hier, das ist Anlagending, da ist das, wo wir hinwollen. Ja. Okay, wo stellen wir die Pferde ab?
Ja. Okay. Dann brauche ich noch meine Matratze kurz. Mal Spawnpunkt setzen. Halbpfeil wieder ausrüsten. Bogen, das da. Also bei mir ist hier gerade mega der Sandsturm, ne? Ja, bei mir nicht. Richtig. Oh mein Gott, was habe ich denn da gefunden? Das ist die Bogenschützen-Army da hinten. Oh, endlich wird's wieder hell. Halleluja. Hoho. Das, die Dafari waren die Kannibalen, ne? Ja, die glauben an Jog. Ah. Und wer die schwarze Hand glaubt, wissen wir nicht. Ich glaube an niemanden. Geld. Das sind Piraten. Ja. Dann rum. Viertel voll rum. Aua. Ja, das denke ich mir gerade auch. Aua. Wo bist du? Ah, ich habe genug Leben, keine Sorge. Okay. Und du das sagst? Wird langsam besser da drin, die Giftpfeile so zu schießen, dass sie möglichst nur die Gegner treffen. Und das sind hier, aber da ist ein Goldener. Wo, wo, wo? Bei mir. Der wird am Gift verrecken. Wie heißt der? Rüstungsmacher. Was ist das für einer? Es war ein Rüstungsmacher. Ach. Ja, wir nehmen hier Warum hast du nochmal mit Pfeilen hinterher geschossen? Wir nehmen hier keine Leute mit. Können hier immer noch mal hingehen. Ich bin fast down. Komm, wo bist du? Ja, aber die spawnen ja nicht immer. Wir werden schon noch die Chance bekommen. Wer weiß. Sind alles keine Once in a Lifetime Sachen. Das nicht. Ist das der maximal geupgradete E zum Interagieren? Und dann? Hier, hier, da bei dem Buch. Ah, bei dem Buch, schon. Okay. Neue Modes. Bio, knien, sitzend beten, stehend beten. Ich kann jetzt beten in allen Lebenslagen, das ist gut. Ja, hier ist auch noch gibt's auch noch coolere Sachen. Hier gibt's... Hier ist das Wichtige, hier müsst ihr hin. Was ist hier? Wo ich bin. Was ist? Ah, hier, okay. Eh zumindest. Medizin, Mann. Und dann guckt euch mal an, was das ist. Verderbte Knochen. Instabile Belebung. Stabile Belebung. Ein instabiles Skelett. Ein belebter Knochenhaufen. Ein belebter. Was? Wir können uns Skelett. Die sehen schon widerlich aus. Bah. Oh, finde ich gut. Da unten ist übrigens irgendwo ein Stein gewesen. Ein Stein? Hier. Der spricht mit dir, der hier. Bevor wir jetzt da hochrennen, ja, ist das der hier. Ah, okay, den hätte ich völlig übersehen. Dann hören wir mal an, was der zu sagen hat. Slave, this is the place of summoning. You are here to maintain the integrity of the circle and clean up the reagents used by the masters. The rituals that the priest king and his acolytes perform here are messy. But pay them no mind. Be watchful of your sanity. The whisperings of those who come from the outer void
can have a disturbing effect on the weak-willed. Under no circumstances should you feed the one that they call the Lord of Empty Abodes. Its power waxes when it tastes the flesh of your kind. Ich frag mich immer, wer diese komische Stimme eigentlich ist. Weil es klingt fast so, als wären die Steine ja extra für uns aufgestellt worden. Aber warum sollte irgendjemand die extra für uns diese redenden Steine hier hinstellen? Vielleicht hatte jemand echt zu viel Zeit. Das kann sein. Hastig gekritzelte Notiz. Ich fürchte um mein Leben. Diese Dafari-Kannibalen sind geistlose Barbaren ohne jede Disziplin. Und ich weiß nicht, wie lange ich sie noch überreden kann, mich am Leben zu lassen. Die Kochtöpfe riechen nach Menschenfleisch und mein treues Rezeptbuch ist unter diesen Wilden nichts wert. Ah. Wo war das Rezeptbuch hier? Dafari-Axt. Diese Trommelmusik nervt so ein bisschen mit der Zeit. Also, das war diese Notiz. Ah ja, jetzt habe ich es auch bekommen. Ja. Kochspezialist 6 und 1. War das war alles? Mehr kann man hier... Hä? Wie, das war alles? Du kannst Skelette beleben. Ja, aber ich das ist mega cool. Keine Ahnung. Das ist schon ziemlich cool. Ich hatte, also das ist doch schon... Also Ich hatte so auf... Ich bin total... Das war auch das, was ich meinte, das wirst du mega cool finden. Und du sagst ja, man kann Skelette beleben. Ja, ja, okay. Ich hatte... Ich fand das mega. Ja, ich will mein Armband loswerden und nicht Skelette wiederbeleben. Außerdem, warum soll ich Skelette haben wollen, wenn ich echte Menschen haben kann? Und warum wird das im Feuerkar... Also wir können ja zum nächsten Mal dann gucken, dass wir die Dinger herstellen. Aber die kommen mir nicht in unsere Hauptstadt. Können wir nicht. Können wir nicht? Können wir nicht. Außer die instabilen Skelette können wir es nicht. Weil wir dafür... für das Skelett brauchen wir ein Machtfragment. Frag mich nicht, was das ist. Wir können ein instabiles Skelett herstellen. Wir könnten auch an dem Schlund vorbeireiten und gucken, ob wir von den Hyänen Köpfe kriegen. Und dann können wir damit die Hyänen beleben. Aber ich weiß jetzt nicht, was uns das bringt. Für das eine Viech brauchen wir Echsenmenschenköpfe. Was auch immer das ist. Echsenmenschen, ja, das sind die Köpfe von Echsenmenschen, würde ich mal tippen. Wollen wir jetzt einfach zurück. Ja, wäre ich für. Bevor ich hier noch mehr durch die Gegend getreten werde. Ich will aber noch am Schlund vorbei und gucken, ob das untote Hyänen sind oder ob wir deren Köpfe mitnehmen am können. Am Schlund? Wo ist denn der Schlund? Ja, da ist... Das zeige ich dir dann. Das ist der Ort, wo wahrscheinlich der nächste Dungeon ist. Ich glaub, oder wo ein Dungeon ist. Ich glaube, ich habe den Schlund schon. Wo war der? Ach, als du gestorben bist, meinst du? Ja, nee, da bin ich ein anderer. Nee, ich bin nicht gestorben. Dass ihr nicht runterfallt, ne? Nee, ich bin nicht gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass das dort, das sieht nach Dungeon aus, aber hier sind, glaube ich, das sind untote Hyänen, denke ich mal. Ja, das sind untote Hyänen, die sehen sehr danach aus. Ja. So, und was willst du denn, den Kopf abhacken? Ja, ich will den Kopf haben. Ich habe einen untoten Hyänenkopf, fantastisch. Und den brauchen wir für was? Für eine untote Hyäne. Oh, ja. Ich will eine Monstrosität haben. Ja, was weiß ich denn, dafür brauchst du, glaube ich, einen Echsenmenschenkopf. Alles klar, irgendeiner. Du reitest auf diesen komischen roten Obelisken zu. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Verderbnis nimmt zu. Ja, ich glaube, da kriegst du schön... Ja, das viel Spaß mit gedacht. Dir. Also die... Alles klar, du hast auch überhaupt nicht 100 davon... Aua! Aua! Was meinst du, warum ich nicht umgekehrt bin? Die killen mich! Rettet ihn! Ich bin auf dem Weg, aber... Warte. Ich bin einmal durch alle durchgereitet. Yes. Lauf! Okay, wir haben sie von dir weg. Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen und später wiederkommen, würde ich sagen. Ich dachte, wir wollen noch ein paar Köpfe. Nee, ich wäre dafür, dass wir uns... Oh Gott, das Spiel fängt gerade super an zu laggen. Okay. Weiß nicht, ob wir den jetzt schon lesen sollten oder erst, wenn wir uns hier rum kümmern. Na komm. Also ich weiß, hier müssen wir nach der Stadt hin. Ach stimmt, wir sollten auch mal in die Arena gehen. Ich habe ein neues Dirnentagebuch gelesen und ein neues Emote gelernt. Drehen und Winden. Und dann bin ich ganz schnell weggelaufen.
Wobei irgendwie so wirklich viel macht diese Verderbnis nicht, ne? Also irgendwie. Wir wissen bis jetzt halt nicht, was sie macht. Was passiert, wenn ich versuche, diesen Obelisken zu lesen? Armband einstellen. Ups! Ich habe einen Obelisken eingestellt. Und ein sehr komisches Geräusch dafür geerntet. Witzig. Ja. Was heißt das? Ein Obelisken einstellen. Reisefortschritt. Weiß ich nicht. Wir gucken jetzt mal, wo in der Reise das ist, okay? Okay, ich gehe erstmal von der Verderbnis weg. Das ist im Kapitel 7. Okay. Das hätten wir sowieso dann bald machen müssen. Okay. Ah, witzig. Ich habe übrigens für diesen Reisefortschritt ein Level abgemacht. Das Lager wurde von Räubern und Missgeburten überrannt. Ein weiteres Mal wurde ich aus meinem Zuhause vertrieben. Ich habe es bis hierher geschafft, an einen Ort, von dem ich wusste, dass sie mir nicht folgen würden. Und jetzt begreife ich auch den Grund. Ich höre den Atem der Bestie und er übertönt sogar das donnernde Pochen meines eigenen Herzschlags. Ich werde nur so lange hier bleiben, bis ich sicher bin, dass mir niemand gefolgt ist. Zum Glück konnte ich genügend Brot und Wasser stehlen, um einige Zeit zu überleben. Gestern Nacht sah ich die Lichter im Süden. Dorthin werde ich aufbrechen. Vielleicht hält das Licht die Feuer der Hyänen auf Distanz. Und ich habe richtig ordentlich Verderbnis eingesackt dafür. Ja, wir können ja jetzt eh nach Hause. Ja, ich muss mich mal ein bisschen antanzen lassen. Ja, meine Rüstung ist auch Schrott. Wird. Na, dann würde ich. Wir müssen ja eh noch uns den Tempel angucken. Der sollte bis jetzt ja fertig sein. Würde ich sagen, versuchen wir mal nach Hause zurückzukehren. So, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall mal den zweiten Altar an. Hübsches Teil. Guck mal, meine Frau hat Flügel bekommen. Oder sowas in der Art. Und der Weihrauch steht immer noch hier, cool. Ich grade meinen jetzt auch dann ab. Jo, hau rein. Cool. Ich habe noch 83 Manifestationen. Was kann ich jetzt überhaupt herstellen? Der Keto-Akolyten-Kopfbedeckung. Robe. Rock. Sandalen. Und ich kann aus Öl und Splitter des Unerfüllten Blut herstellen. Daran haben wir zu viel. Vor allem, ich brauche 50 Öl dafür. Ah, nee. Umwandeln in was genau wandle ich das um? Ist das einfach ganz normales Blut? Weil 50 Öl und so ein Dings für einmal Blut wäre... Blut ist selten in dem Spiel. Ich ritze mich einmal mit dem Dolch auf, dann habe ich Blut. Handwickel, Rocksandalen. Eine Waffe habe ich aber leider nicht. Ich habe nach wie vor nur meinen Dolch hier drin. Ja, die kriegst du erst in der nächsten Stufe. Ach so, okay. So, dann würde ich aber sagen, für diese Folge haben wir dann genug gemacht. Ist diesmal dann ein bisschen kürzer als die anderen Folgen, aber dafür waren die anderen auch viel zu lang. Und wir haben auch schon einen Plan für die nächste Folge. Eventuell, je nachdem, wie das dann läuft, wird die nächste Folge dann wieder deutlich länger werden. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich tippe mal, ihr sortiert gerade euer Zeug ein. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.